Der 13., 14. Januar ist gesetzt im Licht. Es kommt nicht von ungefähr, dass Propheten davon berichten, denn wenn ihr genau hinschaut, wenn ihr genau verfolgt, was geschah am 13., 14. Januar und mit Ausläufern auch noch später, dann seht ihr, wie ihr seelisch, geistig von eurem Weg zum Teil abgekommen seid. Es hat euch mitgenommen, weggenommen vom Ursprünglichen. Einige davon, die so waren, wurden zu meinen Feinden. Andere Abtrünnige oder Mitläufer sind auch weg. Ihnen gebe ich noch eine Bedenkzeit bis zum 22. Februar, denn da sind es 40 Tage, wo der Mensch sich noch finden kann, wo der Mensch aber auch seine dunklen Ecken, die vollgestopft sind mit falschen Glaubensvorsätzen, die da aufbrechen, auch mit Dunklem, das er nicht mit sich vereinte, die er nicht bereinigte. Das Dunkel zischte hoch am 13., 14. Und ich habe es erlebt und ich will es nicht mehr erleben. Ich wurde angegriffen, von den hohen Berufenen angegriffen. Es graut mir, wenn ich davon erzähle. Es war ein grauenhafter Angriff. Der war so stark, dass ich dann in die Wehr gehen musste. Ich musste mein Flammenschwert herausnehmen und diese Menschen, die da kamen, feinstofflich, ich musste sie zur Wehr zwingen, in die Wehr schlagen. Ich musste also das flammende Schwert gegen sie richten. Ich habe das Flammenschwert gegen sie gerichtet, gegen alle, die von Trabanten Luzifers noch einmal auf den Plan geworfen wurden, in der Zeit vom 13. bis 15. Januar. Es war verheerend und es wird sie zurückschlagen, diese Menschen. Sie werden nun keine Kraft mehr bekommen aus dem Licht. Sie sind abgeschnitten, denn sie wollten es so. Es sind Abtrünnige oder es sind Verräter, aber es sind auch solche, die Verleumdung pflegen, hinaustragen zu den Suchenden, die noch gut sind. Verleumdung von übelster Art gegen mich gerichtet. Ich kann nur lachen über solche Menschen, die so sind, die noch bei mir waren vor 2 Wochen, die noch freudig mitschwangen in der hohen Schwingung an einer hohen Feier. Nun sind es Abtrünnige oder Mitläufer im Dunkel oder sogar Feinde geworden. Wer Feind ist von mir, den zerschlage ich, wie gesagt, mit dem flammenden Schwert. Sie haben keine Berechtigung, in meiner Nähe zu sein. Die anderen aber, die Mitläufer, sie haben noch die Möglichkeit, wie damals Petrus, der Jesus 3-mal verleugnete, kam wieder zurück, stärker als denn je. Dass solches geschieht mit den Berufenen von heute, ist nur schwer nachvollziehbar, weil sie im Besserwissen wollen, in Argwohn, im hohen Misstrauen, in Selbstsucht verfallen sind. Tja, sie müssten ganz neu werden, ganz neu, von Grunde auf, von innen heraus, von ihrem Innern heraus neu geboren werden, jetzt noch in dieser Zeit.
aber sie haben die Möglichkeit. Die 40 Tage reichen noch bis 22. Februar. Dass die Propheten recht hatten, das seht ihr darin, wenn ihr schaut, was die Lichtschar heute tut, wie sie verleumderisch gegen mich vorgeht, ja, das ist Krieg. Das ist innerer Krieg, den sie führen gegen mich, den Menschensohn. Aber schon Abduschin muss sie dies erleben. Nur, ich werde das immer mitteilen. Ich werde mitteilen, wer sich so gegen mich stellt. Ich habe die Kraft und ich konnte mich erwehren stark, denn ich habe das flammende Schwert Parzivals. Ich werde es richten gegen die, die meine Feinde sind. Nicht gegen die Mitläufer, sie haben noch die Möglichkeit. Nicht gegen die Abtrünnigen, denn auch sie haben noch die Möglichkeit, wieder zur Wahrheit zu stoßen. Es gibt nur eine Wahrheit. Wenn ihr glaubt, es gibt noch was anderes, dann seid ihr töricht, denn ihr habt die Lampen nicht angezündet. Sonst würdet ihr es sehen. So viel vom 13.14. Es geschah, denn Gottes Licht hat gesetzt diese Tage. Und nun sind es noch 40 Tage, wo ihr erwachen sollt, stark stehen sollt, geläutert werden müsst im Lichte Gottvaters. Tut ihr das nicht, werdet ihr den Krieg, der noch kommt, nicht überstehen. Seid gefasst, was kommt. In der Nähe des Menschensohnes könnt ihr die Kraft aufnehmen. Aber ihr könnt auch, wenn ihr noch Gift in euch trägt, diese dunklen Ecken, die noch brüten, voll Dunkelheit in euch, dann könnt ihr nicht bestehen. Dann werdet ihr den Menschensohn nicht verstehen. So viel zum heutigen wunderbaren Tag, sehr kalt. Endlich ist Schnee da. Einen wunderbaren, schönen Tag wünsche ich euch und ein frohes neues Jahr, dem ihr entgegengehen müsst, mit all eurer Liebe, mit der mitreißenden Liebe zum anderen, dann schafft ihr es. Nehmt sie auf, die mitreißende Liebe. Lebt sie zuerst in euch und dann gebt sie weiter. So viel von Immanuel Markus.